Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders will nach seinem überraschend klaren Wahlsieg regieren. Es fehlen aber noch die Koalitionspartner. Wilders Partei für die Freiheit, PVV, hat 37 Sitze der 150 Mandate des Parlaments in den Niederlanden errungen und damit das Ergebnis von 2021 verdoppelt. Mit diesem Ergebnis ist die Partei die stärkste Kraft im Land. Doch für eine Mehrheit braucht er mindestens zwei Parteien. Bisher bietet sich dafür niemand an. Ähnlich könnte es auch FPÖ-Chef Herbert Kickl nach der nächsten Wahl gehen. In Österreich schließen alle anderen im Parlament vertretenen Parteien eine Regierung unter einem Kanzler Kickl aus. Die Parallelen sind durchaus gegeben, sagt Politikberater Thomas Hofer im Gespräch mit der Krone. Die rechten Parteien haben in ganz Europa Konjunktur. Und die Schutzwand der anderen gegen diese Bewegungen bröckelt, so Thomas Hofer. Der Vormarsch der Rechten werde sich schon bei der nächsten EU-Wahl zeigen. Sie merken, dass sich für sie gerade ein Raum auftut und schließen sich zusammen. Wilders wurde von den Rechtspopulisten in Europa bejubelt.